beide Duellanten ihren Zeitnix haben. Beide Spieler sind sehr angespannt. Werden wir nächste Woche noch eine Folge vom Barisch sucht sein Deck sehen oder wird Barisch sein Gravekeeper Deck weiterspielen? Wir werden sehen. Schaltet wieder ein, um es herauszufinden. Also komm, du musst dich gut ausschauen. Du bist der? Ich bin Orkan Arats. Und was hast du gespielt? Burning Abyss Meteoroids. Wieso hast du dieses Deck gespielt? Er hat zufällig eigentlich ein Deck gekriegt, wie gut er ist. Aber ich hab VA, das kenne ich ein bisschen besser aus als er, deswegen hab ich rausgenommen. Gegen was hast du gespielt? Gegen Grablichter die meisten. Wie lief das Duell so? Erste Runde lief ganz gut. Hab halt Glück gehabt, dass ich jede Runde Twin Tester gezogen habe. Zweite Runde habe ich dann nicht viel reißen können, aber das ist gut. Wie hast du von diesem Turnier hier erfahren? Durch einen Freund von mir, der mit dem Schlag gegeben hat. Von wo seid ihr? Aus Augsburg. Alles klar. Aber wie findest du das Turnier bisher, deine Eindrücke? Also bis jetzt eigentlich ganz gut. Nicht, keine Probleme, alle verstehen es gut. Also, das war mein erstes Turnier, muss ich zugeben. Okay. Ja. Alles klar, danke dir und viel Glück noch. Danke. FIFA. Komm nicht dran. Vielleicht kann er FIFA besser spielen als Yugi. Schauen wir mal. Bei FIFA besiegt mich keiner. Bei FIFA kann er nicht dreimal Kommandant haben. FIFA besiegt mich echt keiner. Update nach Runde 3? Oder während Runde 3? Was geht ab? Nix. Ich regel hier ein paar Sachen. Ja, ich habe auch ein bisschen Ahnung. Ich hab gehört, nicht, du wurdest gerade gerufen. Schauen wir mal Tati in Aktion an. Dann würde Valentin ja logischerweise weggehen wollen. Muss ja aber davor noch den Effekt ansagen. Der Judge ist beschäftigt. Also es kommt, der Effekt kommt aber dazu. Ja? Aber dann liest du ja gleich mit. Ja, aber du musst ja dann Effekt, kannst du den Effekt nicht ansagen, weil du dann hast du weg. Aber jetzt ist schon gut besprochen, deshalb kannst du den Effekt nicht ansagen. Jetzt würde er dann. Tschüss, was ich meine? Ja. So schnell. Nein, komm vor. Kommentierst du schon? Wieso lässt du nicht Nico den Kommentator wieder ran? Ich müsste mir glaube ich jede Karte bei Sebastians Härte anschauen. Wir haben hier den Gewinner von Runde 3. Du bist der? Sven Rehmann. Was hast du gespielt? Fire King Cosmos. Wieso hast du das Deck gespielt? Ja, weil ich habe jetzt zwischen Monarch und Cosmo überlegt, aber bei Monarch hast du so oft die Hände, wo du einfach komplett Bricks und bei Cosmos natürlich ähnlich manchmal. Du hast oft auch die Option einfach mit Tinken und Call, so auch schon Vorteile. Gegen was hast du gespielt? Burning Abyss. Nein, jetzt gerade. Also jetzt gerade gegen Grided Demise. Wie wartest du also? Das war relativ einfach, weil das Matchup so gut war. Also das konnte ich einfach nicht verlieren. Wenn ich das verliere, dann war's. Das ist mein Deck schlecht. Okay. Wie hast du von dem Turnier hier erfahren? Über München Entertainment. Da war es umgesprochen. Und über die Seite Brooklyn Magic. Bei mir öfter ist dann. Und wie findest du das Turnier bisher? Deine Eindrücke? Ja, es ist ganz gut organisiert. Vielleicht ein, zwei Leute zu wenig noch da. Alles klar, danke dir. Und noch viel Glück. Was ist ja vom Turnier? Mittagame sehr verschieden. Oh ja. Also man dachte eigentlich nur nach, ich wäre das meistgespielte Deck, aber irgendwie. Kann man nicht sagen. Also ja, theoretisch ist es. Wenn man beide zusammenzählt, ist es ja, schon das Meiste. Aber andererseits, wenn du wieder Phantom Knight BA mit BA auch zusammenzählst. Ist auch nicht, ja.
Dann sitzt da auch eine Superfusionist von Lorenzo. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, da habe ich 3-4 Mal gespielt. Also Lorenzo ist schon draußen, oder? Lorenzo ist draußen, hat gegen Charm verloren. 1-2 Drop oder was? 1-2 steht da, aber ich weiß nicht, ob er gedroppt hat. Hat glaube ich 3-mal Left Arm Offering verstanden gehabt. Ich habe gesehen einmal Samuel Mizuki 2-Set, was war das? Das war nur Bluff, Chan hat seine Eier am Ende geschlackert, er hatte gedacht 2 Twin Twister, ne? Aber es waren glaube ich 2-mal Left Arm Offering. Okay. Und Chan hatte Rivalry, Iron Ball, alles. Aber Lorenzo hat angefangen, konnte nichts machen. Und dann hat er gebrickt. Wie gesagt, er hatte 3-mal Left Arm Offering auf der Start. Ich habe gerade gehört, Barış hat gewonnen. Barış, hast du gewonnen? Die Hoffnung lebt, 2-1. Ja, Barış wird noch rausfliegen. Wenn er mal gegen ein gutes Deck spielt. Er hat okay, 2-mal gegen Pendel gewonnen. Ja, aber das Pendel, das hatte so komische Pendelmonster, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Okay. Und der BA-Spieler hat, glaube ich, irgendwie 5-mal Skam vergessen. Aber der BA-Spieler hat ihn trotzdem zerstört. Er hat ihn trotzdem zerstört, ja. Schauen wir mal. Update nach Runde 3. Update Runde 3. Unglaublich, ich habe 2-mal gegen Pendel Magician gespielt. Und ich habe gewonnen, aber wieder nur wegen Starlight Road und antimagischen Duft. Sonst hätte ich wirklich keine Chance. Und ich werde auf jeden Fall, wie bereits gesagt, Magician Pendel spielen. Ich finde das Deck sehr stabil. Spielen? Ja. Nicht mal nur ausprobieren, sondern direkt spielen. Ja, stimmt, ausprobieren. Auf jeden Fall. Um ehrlich zu sein, ich sehe bei Gegnern oft Spielfehler. Okay. Die wissen nicht, wie sie gegen Anti spielen sollen. So ist das, ja. Wenn man den Gegner weiß und die Karten kennt, dann ist das Deck nochmal viel stärker. Hast du ja Zuversicht jetzt so? Zuversicht, ja, ich stehe 2-1, so kann alles passieren. Das eine Game habe ich verloren, weil ich 6 Monster gezogen habe und 8 möglichen Karten. Unglaublich. Schauen wir mal. Wir haben hier Nico in einem Showmatch. Gegen wen? Delol. Der Helot in Afghan. Blackwing-Spieler. Der beste Blue-Spieler gegen den besten Blackwing-Spieler. Ja, okay. Sowas nur bei TPT, sonst nirgendwo zu sehen. Zufällig auch beide Glatzköpfe. Die haben nicht mehr so einen hohen Testosteronspiegel. Ich empfehle denen ein bisschen Fitness zu machen, um den Testosteronspiegel wieder anzusteigen. Auch sollten die mehr auf die Ernährung achten. Das sind ja noch junge Männer. Aber der wird schon ein bisschen herausfallen. Wir haben hier Chong beim Deckcheck. Meine Frau sammelt alle Katzen drauf. Copycat und kennt diese White Tail. Dann diese 12, 13 Katzen gab es. Wir haben hier den Sieger der Runde 4. Wie heißt du? Chantal. Was hast du gespielt? Die meisten Cosmo. Warum hast du das Deck gespielt? Weil ich eigentlich Cosmo spielen wollte. Ich habe die Cosmo getestet, aber es lief einfach gar nicht. Ich habe nur gebrickt. Und die meisten Cosmo ist einfach die beste Version, weil du hast Traps. Du kannst Town wieder die Moves da reinmischen. Ja, die ist einfach immer Traps. Tinker 5 Set ist nicht schlecht. Gegen was hast du gespielt? Runde 1 gegen... Nee, jetzt. Achso, jetzt diese Runde. Counter Fairy. Wie war das Match? Einfach. Er hat keine Demise gezogen. Okay. Zweimal nur TK. Wie hast du von diesem Turnier erfahren? Ich wohne in München und Chong hat mit mir geredet. Okay. Ja, wie ist dein Eindruck bisher vom Turnier? Eigentlich alles cool, aber ich hätte erwartet, dass ein bisschen mehr Leute kommen. Alles klar, danke und viel Glück noch. Legend Players, Media Mesh ist Table Nummer 1. Nguyen Minh gegen Eckhard Maximilian. Bitte zur Feature Hood Area kommen. Also ich bin Ho Chi Minh oder was, Mann? Nguyen Minh. Table Nummer 1. Keiner hat Bock auf Feature Match. Die Leute wollen Table Nummer 1. Das mit den Taschenrechnern haben sie auch irgendwie noch nicht so gecheckt irgendwie. Aber das ist schon cool, aber irgendwie müssen wir das. Schauen wir mal. Kein Stress. Ja, nächstes Mal Team Bubble Team Matte, ne? Diese CCG-Matte. Ja, ich hab Ultimate, damit unser, Ultimate Guard nehmen, aber er hat damit unseren Gesicht. Hast du vergessen, du hast nicht mal Bescheid gegeben. Du hast doch gesagt, nimm doch mit. Vor 2 Monaten! Ja! Weekend Match. Mit gegen Maxi. Was ist los, Borges? Du hast gerade im FIFA verloren.
Oh mein Gott. Zum ersten Mal. Schlechtes Zeichen. Nicht rein, Meier Petek. Oh mein Gott. Ein starker Gegner für Barisch. Glaubst du, er hat Chancen? Barisch hat egal gegen wen keine Chancen, ganz ehrlich. Ey. Ich habe seine Gegner bisher gesehen. Er sitzt am Rand, wir können ein bisschen zuschauen. Ja, aber seine Gegner waren bisher richtig schlecht. Ja, er steht zu 1. Wir haben hier unseren Kollegen Arthur, a.k.a. Silver, gegen einen Augsburger Freund. Spellkanzler gespielt und wollte den Zauberkarte aktivieren, die er nicht aktivieren kann. Er hat es gemerkt, tot, Alter. Hey, Min. Bleib sitzen. Keine Ahnung. Ein paar Fragen haben wir für dich. Du hast gewonnen, ja? Ja. Kein Draw diesmal, oder? Nein, diesmal nicht. Tatsächlich. Ming, du krasser Typ, Alter. Alter. Wir haben hier den Sieger von Runde 5. Wer bist du? Ich bin Mann. Was hast du gespielt? Draco Pfeil. Warum hast du das Deck gespielt? Weil Monarch scheiße ist und kostet Mann. Gegen was hast du gerade gespielt? Ja. Wie war das Match so? Easy. 2-0 Klatsche. Wie hast du von diesem Turnier hier erfahren? Facebook. Und Freunde. Was ist dein Eindruck bisher vom Turnier? Wie gefällt es dir? Schon gut. Weniger als ich erwartet habe. Alles klar, danke und viel Glück noch. Was passiert dir, Tati? Krass. Zwei Twin-Pister gewesen. Time out, ja. Tatsächlich kontinuieren einen mit Ding. Wie heißt es? Mit Starlet Road. Und anderen konnte ich nicht gehen. Ja, schauen wir mal, ich kann noch pendeln. Ist jetzt hart für den Bandit, glaube ich. Wie viel steht's? 1-1. Nein. Ich glaube, das Bad ist vorne, aber. Ich glaube, das war's. Zur Vorrunde. Was geht ab, Jungs? Verpiss mich, ich gehe gleich zum Fußball schauen, es ist 4:15, ihr müsst leider noch da bleiben, ihr habt Spaß, ne? Wie fandest du das Turnier bisher so? Fand ich ganz cool, ein paar andere Decks mal gesehen, Counter-Fairy, das war vorne. Was hast du nicht gespielt heute? Weil ich Karten besorgen musste, ich bin unsicher, welches Deck ich spiele. Er ist später gekommen, geht früher. Warum musst du nicht erstmal, warum musst du dir alle Karten für ein Deck, was du eigentlich noch nicht, du hast schon getestet? Ich hab schon getestet, aber die Karten sind ja nicht so teuer. Ich habe mir jetzt 3 Waschbären und die noch nicht geholt. Weil der Rest, sag ich mal, die anderen. Ja, aber dann spiel doch erstmal online oder keine Ahnung, teste mal so. Dann ich guck mir mal einfach so die Staples, schau mal. Aber das denke ich schon echt interessant, weil der Ding, Vitae, spielt auf Table 5 jetzt. Aber er spielt Pendelvariante, er will Anti spielen. Also ich will Anti spielen. Aber du kannst auch mit Ding spielen. Mit der Geheimnis auf der Hexe. Zum Beispiel. Kommt drauf an. Wäre auch eine Überlegung. Gegen BA ist sie nicht so krass. Ja, bist du auf der Hexe. Wenn man ja, nicht anfängt. Aber da kann er keine Twist aktivieren. Bei Magic Deflector? Ja,
ich weiß nicht, also Geheimnis Dorf der Hexe, da muss ich mal schauen. Aber Geheimnis Dorf der Hexe ist ja gegen viele andere Hexen. Ja, gegen Monarchen, gegen Monarchen, gegen Cosmo. Hoffnung lebt. Hoffnung lebt. Also ich habe gegen wirklich zwei gute Spieler verloren. Sie sind beide ganz weit vorne. Der eine ist Tisch 2, der eine ist Tisch... Feature-Match war der, gerade keine Ahnung. Tisch 1. Nein, Tisch 1 war er nicht. Echt? Tisch 5 war er. Okay, Tisch 5. Aber ja, er hat gewonnen. Ja, für den zweiten Gegner, den ich verloren habe, für den schaut es auch gut aus. Ja, schauen wir mal. Ansonsten, wie gefällt dir Chunks Turnier bisher? Wem? Wie gefällt dir Chunks Turnier bisher? Also richtig gut. Also wirklich, man hat richtig Spiel und Spaß. Sogar ohne Ultimate Card. Also ich bin echt zufrieden. Er hat sich Mühe gegeben. Es war wirklich eine Steigerung. Es war wirklich gut. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt gut, super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereich und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen für neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann. Vergiss nicht immer, Yu-Gi-Oh! Serious Business.